Rätsel. Oh. Hm, mach ich halt wieder. Oh, okay. Oder? Ja, weiß ich nicht. 3, 2, 1, ja. Meins! Oh, das war spitze, Nick. Wer hätte gedacht, dass der Schlüssel eine ganz andere Form haben könnte? Hm? Ich hab mal kurz übernommen. Ja. Oh, und wieder weg. Wieder weg? Ach man. Sind man immer in diesem... Hörst du das nicht? Nö. Ach so, ah, Moment. Ich höre das wirklich nicht. Ich glaube, ich habe meine... Ich bin aber nicht oft beschäftigt in Skype. Wieso höre ich das nicht? Na, ich hoffe, sie kommt wieder mit rein. Ins Gespräch. Dann. Ja, okay, nee, hattest du die... Hallo? Hallo? Ja, hi. Ah, gut. Ah, Maya spricht, perfekt. Oh, das war spitze nicht. Nicht? Das war spitze. Nick. Ist das, was ich an meiner Unterwäsche hab? Wer hätte gedacht, dass der Schlüssel eine ganz andere Form haben könnte? Ja, so, eine ganz andere Form, zum Beispiel eine Spitze. Illuminati. Das nenne ich mal über den Tellerrand hinaussehen, Herr Wright. Wortwörtlich. Ja. Und über den Schüsselrand. Den Schüsselrand, genau. Jetzt können wir die Ruinen weiter erkunden, Phoenix. Ja, ich denke nicht, dass ich allzu viel getan habe. Auch, Schmeichler. Auch ich möchte Ihnen danken, Herr Wright. Fertigkeiten wie die Ihren sollte man nicht... Fertigkeiten wie die der Ihren sollte man nicht unterschätzen. So viel kann ich Ihnen... Ja, die Fertigkeit, rote Bärte wachsen zu lassen. Das kann ich Ihnen versichern. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. In der Tat. Und dem von Klaus Hipp. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Mysterien Labyrinthias ergründen. Absolut, Herr Layton. Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir zusammengearbeitet haben. Hattet ihr erst vor ein paar Sekunden... In der Tat. Ja. Ich war in letzter Zeit leider etwas weniger lebendig als üblich. Ist doch egal. Es hat ja geklappt. Und alles der... Was soll ich denn? Nur Dank. Achso, Clarence? Professors. Was? Ja. Des goldenen Arms. Des goldenen Arms des Professors. Ja, aber wir haben den Arm nur zurückbekommen, weil der Pfandleiher ihn ausgehändigt hat. Wir haben großes Glück, so viel ist sicher. Sagten Sie, mein Arm wäre von einem Pfandleiher zurückgegeben worden, Herr Wright? Wie kam es denn dazu? Keine Sorge, Herr Layton. Das tut jetzt nichts zur Sache. Wollen wir weitergehen? Nein, lass uns gehen. Ja, gute Idee, Herr Wright. Gehen wir, Professor. Oh Mann. Das ist doch unter dem Glockenturm von Clocktown. Hm. Was ist Clocktown nochmal? Majora's Mask? Ah. Ah, ja, vielleicht. Was? Diese Statuen brennen. Ich würde sagen, wir sind auf eine weitere raffinierte Vorrichtung gestoßen. Hey, Luke, Sophie, seht euch das an. Listen. Ah ja, das passt ja gerade. Glühen. Das passt ja gerade, obwohl in Majora's Mask war es ja ein bisschen anders. Da war ja nicht Navi dabei. Stimmt. Mhm. Da fahren wir Maya. Ja. Fräulein Maya, das ist Leuchtmoos. Und mit dem kann ich auch reden. Weil das ein Tier ist. Was nicht? Es sieht zwar so aus, als würde das Moos im Dunkeln leuchten, aber das ist gar nicht so. Es reflektiert nur das Licht aus der Umgebung und seine ungewöhnlichen Zellen sorgen für den grünen Schimmer. Ich habe keinen grünen Schimmer, was der da meint.
Also ist das nur reflektiertes Licht? Ich muss sagen, das war ein äußerst detaillierter eine äußerst detaillierte Erklärung, Luke. Marc, du hast mich angesteckt. Ich bin toxisch. Selbstverständlich. Und jede Runde ist es das doppelt so viel wie... Naja, selbstverständlich. Immerhin bin ich der Lehrling des Professors. Was, du bist toxisch? You know that I'm toxic. Ich habe eher an Pokémon gedacht. Ach so, ja. Pedo? Toxin. Ja, das auch. Ist eine Attacke, ja. Ach so. Aber da gab's doch dieses eine Pokémon. Toxipedo-Dings. Toxipedo-Bär. Nee, das war eher so wie ein... Das war ein Insekten-Pokémon. Ja, ich weiß. Toxiped. Ah, siehst so. Gut, okay. Mhm. Ohne O. Ohne O. O. Oh. Das O ist für dich. Darfst behalten. Danke. Gerne. Habe ich das schon gelesen? Ich glaube. Yep. Selbstverständlich. Immerhin bin ich der Lehrling des Professors. Luke, hey, sieh mal, wenn du deinen Finger ins Moos steckst, leuchtet er. Maya, sieh mal, wenn ich meinen Finger... Dann leuchtet es. Hey, Luke, hör auf. Aber mein Fuß. Steckt jetzt auch im Moos. Ich würde sagen, wir versuchen Folgendes. Ich schmier dir von oben bis unten mit Moos voll. Halt still! Du hast dann ein helles Köpfchen. Ganz wie der Professor. Oh ich, Gott, war das schlecht. Ich könnte ihnen auch Moos auf die Brust schmieren, dann haben sie ein helles Körbchen. Oh, leuchtende Glocken. Alauer. Nein, das ist nicht lustig. Bitte legt... Nein, bitte legen Sie den Klumpen... Fräulein Maya! Ach, so spricht man das aus. Nicht? Haha! Na ja, Lachen ist wohl die beste Medizin, was? Da haben Sie völlig recht, Herr Wright. Es wird Zeit, dass wir die hier mehr fröhliche Gesichter sehen. Ja, absolut. Nachdem wir alle wieder zusammen sind, haben wir auch wieder Grund zur Freude. Herr Wright, lassen wir Sie ein wenig entspannen. Wir können die Ruinen fürs Erste allein erkunden. Und dann trennen Sie sich wieder alle. Wenn wir in dieses Wasser da reingehen, wo kein Rätsel drin ist. Das Wasser schießt gerade so heraus. Was wir im Fluss aussehen. Gruselig. Das Wasser kommt recht schnell aus der Höhle. Es ist fast, als würde es irgendwo aus einem Rohr fließen. Wer weiß, was da drin ist. Ein falscher Schritt und wir landen im strömenden Fluss. Ich frage mich, wo wir hintreiben würden. Rein da! Es scheint eine unterirdische Wasserquelle in der Nähe zu geben. Was, Naturquelle? Naturquelle? Ja. Ich wollte das als Aufhänger nutzen für Produktplatzierungen. Vielleicht ist der Son Goku auf der anderen Seite so, Kamehameha! da war jetzt eine Münze. Da muss doch mehr sein. Was ist hier? Blub. Zum Lesen. Herr Layton, es sieht so aus, als wären hier Buchstaben in die Steintafel geritzt. Es wirkt fast wie ein altertümlicher Text. Bin wieder da. Aber du warst weg? Ja. Im Bad lief noch der Wasserhahn. Nicht zu verwechseln mit dem Hazard-Wahn. Ja, so den ich habe. Das ist der Mario! Ja. Der Hazard-Wahn. Der Hazard-Wahn. In meinem Hazard-Wahn, das ist echt geiles Wort, habe ich gestern auch mal Vanquish gespielt. Top. Jop. Ich fand es trotzdem irgendwie befremdlich, die Stimme. Ja. So versoffen zu hören. Aber er von hat... zu viel? Ach so, ja, von zu viel. Köstritzer Schwarzbier. Genau.
Ja, hat er nicht zufällig. Mhm. Hat er irgendwann mal Zigarettenwerbung gemacht, weil Sam Gideon in Vanquish ist ja auch Kettenraucher, wie es scheint. Und deswegen hat er wahrscheinlich diese Stimme. Lustigerweise hat aber Professor Layton, ich meine, Mario Assad. Das ist jetzt echt respektlos. Der hat auch tatsächlich mit seiner normalen Stimme auch was vertont. Es gibt eine Szene, mindestens eine Szene, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, soweit habe ich es jetzt ja noch nicht gespielt, in Vanquish, wo Mario Hassard mit sich selbst spricht. Einmal als Sam Gideon und einmal als irgend so ein Nebencharakter. Das ist echt merkwürdig. Das gibt's aber oft, wenn man so in die Credits schaut und die Synchronsprecher irgendwie 4, 5, 6 Rollen da teilweise haben. Ja. Mhm. Es ist wirklich schade, wenn Synchronsprecher... Dass wir nicht lesen können. Ja, dass wir nicht lesen können. Ich kann nicht lesen. Was ist mit Malzbier? Herr Wright, Sie wissen doch sicherlich noch, welchen Beruf ich ausübe, oder? Hutmacher? Ich weiß, Sie sind der verrückte Hutmacher. Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann. Hä, da haben wir einen Sound dafür? Hä, dafür hatten wir einen Sound? In der Tat. Entspielen doch mal! Nein, nicht nochmal. Nee. Oh ja, Sie sagten, Sie sind ein Architekt, oder? Das heißt also, Sie können... Diese Bauzeichnung hier lesen. Ja, genau. Das wird sich zeigen. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig, Günther. Hä, hatten wir dafür nicht einen Sound? Ich werde mein Bestes tun, den Text zu entziffern. Einen Moment Geduld, bitte. Es ist also ein Professor für der Architektur, der die Rätsel der Magie lösen möchte. Sowas sieht man sonst nur im Kino. Oder in einem Spiel. Mhm. Hey, Nick! Hey, listen! Was machst du und der Professor... Was macht der Professor... Was machen du und der Professor da drüben? Wir haben einen altertümlichen Text auf einer Steinplatte gefunden. Herr Layton versucht, den Text zu entziffern, also sei bitte leise. Ah, la, 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 la! Okay! Leider haben wir keinen Plattenspieler. Das klingt toll. Auf eine wissenschaftliche, streberische Art. Hey, wo sind Sophie und Luke? Oh, die? Die sind dort drüben am Wasser und versuchen, das ganze Buch zu waschen. Lass mich raten, du hast deine Finger mit im Spiel, Maya. Ja, guck, da ist noch Moos dran. Was? Da hätte ich jetzt gerne ein Artwork gesehen. Was, ich? Nein, wie kommen Sie bloß darauf? Entschuldigt bitte die Verzögerung, aber ich konnte den Text entziffern. Er war einfach nur rückwärts geschrieben. Also, na? Spannen Sie uns nicht so auf die Folter. Was steht denn da? Heißt Telegram doch. Nee, da steht. Und was heißt das? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Warum? Ich hab doch. Moment. Die Aufnahme ist kaputt, wir müssen von vorne anfangen. Nee. Gar nichts. Hätte mich jetzt aber nicht gewundert. Was steht da? Gar nichts. Wie gar nichts? Ich konnte es nicht lesen, tut mir leid. Da steht ganz wortwörtlich. Gar nichts. Eine Erklärung für Hexen und Magie? Oder Arcanas fiese Plan, Labyrinthe zu übernehmen? Nein, etwas viel Wichtigeres. Und zwar, wann ein diese... Ein Rezept für einen Apfelkuchen? Und zwar, wann diese Ruine hier unten oder dieser Abwasserkanal wieder mal inspiziert werden muss. Wann er zum TÜV muss. Vielleicht steht doch drauf, zu Risiken und Nebenwirkungen. Genau, da steht. Ja, da steht. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das haben Sie aber schon vorgelesen, Herr Buch. Oder vielleicht steht da auch, Achtung, toxisches Moos. Oh. Luke, du bist in Gefahr, bitte was? Nee. Schmeiß den in den Fluss! Oh. Vorsicht, toxischer Fluss.
Oder nein, das war eigentlich ein Werbeplakat für Köstritzer Schwarzbier. Ah, oder vielleicht ist es auch ein Rezept für Scheibenpilzcremesuppe. Ja, genau. Scheibenpilzcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Okay, ich fürchte nicht, Fräulein. Das wird mit dem Moos hergestellt. Scheibenmoossuppe. Okay. Ja. Ich fürchte nicht, Fräulein Faye. Diese Platte soll allem Anschein nach als Warnung dienen.